Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zurück im Slawenland. Wir haben immer noch dieses Luzifer-Fieber und da ist wohl etwas passiert. Ein Seuchenkult hat sich gegründet. Während sich das Luzifer-Fieber weiter in ganz Häuptlingstum von Chilia ausbreitet, ist ein gefährlicher Kult entstanden. Ein charismatischer Priester, der auf den Namen Fruyin hört, behauptet, dass die Seuche eine Folge unserer sündhaften Leben sei und wir uns zu weit von jener Liebe entfernt hätten, die Gott uns schenkte. Seine Ansichten nach können wir nur Lösung finden, wenn wir unsere heidnischen Traditionen abschwören. Er hat es geschafft, die Vorstellungskraft der Menschen in Beschlag zu nehmen. Wenn wir nichts unternehmen, könnte dieser Kult in von solchen heimgesuchten Landen unseren slowiakanischen Glauben selbst unterwandern. Ich finde es übrigens faszinierend, wie diese komischen Wüstgläubigen auf die Idee kommen, dass unsere Lasterhaftigkeit dafür verantwortlich ist, wenn diese Seuche volle Kanne im orthodoxen Glauben wütet. Ich glaube, das liegt eher hier an den Christen hier, Freunde. Aber wer bin ich schon, das zu beurteilen? Naja, gut. Wir können diesen Verrückten einfach verbrennen, wenn wir das wollten. Was würde das bedeuten? Seuchenkultverfolgung. Reduziert die Volksmeinung oder, das ist sicherlich harmlos, oder Seuchenkult angenommen. Nee, wir verbrennen diesen Verrückten, so. Gnadenlos. Weg mit ihm. So, der Schuppenpanzer der Wischland-Dynastie ist fertig. Mein Fürst! Ruft mein Champion Mstislav und winkt mich zu einem überdachten Rüstungsständer herüber. Er bemüht sich um ein professionelles Auftreten, doch ich kann das Feuer in seinen Augen sehen, als er mir mitteilt, dass seine Arbeit vollendet ist. Mit einem Schwung reißt er die Stoffabdeckung weg und meine Augen werden groß. Die Rüstung besteht aus ausgezeichnet geschmiedeten Hartlederschuppen, die auf der Lederunterlage angebracht wurden. Zu diesem Satz gehört ein Nasalhelm samt Kettenhaube, der mit Wolle gefüttert wurde. An der ganzen Rüstung hat man feine Einkerbungen vorgenommen, um die Wirkung des Materials herauszustellen. Ja, ist auch ganz gut. Ist ganz gut. Also vor allem das Kampfgeschick ist ganz gut. Jetzt brauche ich nur noch eine Insignie. Stimmt, die von Elva, die habe ich nie benutzt. Ups, jetzt haben wir eine. Also, wir sind jetzt weitgehend ausgestattet. Wir könnten noch ein Schmuckstück gebrauchen. Das hier reparieren wir mal gerade eben. Bei der Gelegenheit und das hier auch. Bevor es hier noch kaputt geht, ne? Wie viel Kampfgeschick haben wir eigentlich? Ja, 19. Obwohl wir schon 67 sind. Das kann sich sehen lassen. Dank der Items, die wir haben. Oh, wir haben uns ein Artefakt angeeignet. Wie nett. Ein Preisbogen des Unheils. Der ist besser als mein Schwert, sogar viel besser. Schreckenszuwachs, Rittereffektivität, Verfolgungseffektivität. Ja, ich habe in diesem Moment entschieden, dass ich Bogenschütze bin. dieses Ding braucht keiner mehr. Artefakt vernichten, 80 Gold zurückbekommen. Sehr, sehr angenehm das. Äußerst angenehm. Warte mal, hier bekomme ich nicht genügend. Ich muss einen Teil der Truppen jetzt hier aufspalten, damit sie mir jetzt hier nicht wegverhungern. Und jetzt alles gleichzeitig so ein bisschen im Auge behalten jetzt hier. Wie lange braucht das noch? 24 Tage. Ich gehe auf Geschwindigkeit 4 hoch dafür. Ein Tag folgt dem anderen gnadenlos, während mein Geist in Erschöpfung und Hoffnungslosigkeit ersäuft. Manche überfordert es, mich sogar morgens aufzustehen. Oh nein, jetzt sind wir sogar noch erschöpft. Sag mal, Spiel, ich hab das noch nie erlebt. Jetzt sind wir auch noch erschöpft. Aber uns geht es immer noch in Ordnung. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade eben abgeht, aber ich bin froh, dass es uns immer noch in Ordnung geht. Alles andere wäre auf Dauer echt bedenklich. Endlich ein weiterer Bildungsvorzug. Eifriger Bekehrer. Wir müssen halt noch 2 Level schaffen.
Bitte, Spiel, bring uns jetzt nicht um. Ich würde es voll gut finden, wenn du uns jetzt nicht umbringst. Ich weiß, du gibst dir Mühe. Ach, der Typ. Der macht seine Aufwartung nach so langer Zeit. Wow. Bravo, Graf Adalbero. Bravo. Ein sächsischer Katholik. Aber er würde konvertieren. Oh, er würde konvertieren. Ja, das hat schon mal ein bisschen was geholfen. Die Kulturakzeptanz ist halt immer noch katastrophal. Und er hält uns halt für minderwertig, weil Stammesgedöns und so weiter und so fort. Na gut, irgendwas ist ja immer. So, ihr seid jetzt hier wieder einigermaßen aufgestellt. Ich tue jetzt mal die Truppen hier versammeln. Und dann knüppeln wir diese Armee. Dann muss ich vielleicht das alles gar nicht mehr besetzen. Ihr seht schon, ne, meine Armeen hier verhungern so langsam aber sicher. Was echt nicht so geil ist. Jetzt haben die sich da drüben hier gemeinsam zusammengeschlossen, um sich zu... Keine Ahnung, was die machen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn das jetzt hier gleich von uns genommen ist, ist es auch vorbei. Moment. Jawohl, wir haben es. Okay. Dieser Krieg ist vorbei. Jetzt habe ich aber irgendwie einen anderen Krieg geerbt, wie mir scheint. Na gut. Jetzt habe ich viel zu viele Länder übrig. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich habe Moskau. Hallo, Moskau. Dann haben wir noch Wladimir. Das sind auch keine so schlechten Ländereien, ehrlich gesagt. Das hier vergebe ich jetzt mal wieder an einen unserer Familienmitglieder. Ist da jemand dabei, der erwachsen ist, aber noch nichts besitzt? Krakwischlan, nee, das will ich ihm noch nicht geben. Die tragen alle schon lustige Kronen. Die besitzt schon. Ich muss mal gerade mal gucken, welche Enkel das sind. Ja, beide Buben hier. Wow, was, der hat 4 Perks? Rauflustig, paranoid, sadistisch und ehrgeizig. Das ist ja mal eine Kombo. Das ist mal eine Kombo, ich sag's euch. Ja, oder aber ich gebe es irgendjemand anderem. Ja, dann gebe ich es jetzt einfach irgendjemand anderem. Irgendjemand, der noch nichts hat. Und einfach nur dankbar sein wird. Der hier sieht fähig aus. Ja. Ja, so super dankbar wurde er dann doch nicht. Wladimir geben wir noch weg. Das hier... Ich mache das erstmal jetzt in dieser Reihenfolge. So. Ebenso. Jaroslav. Die haben ja noch gar nichts gebaut gehabt. Wladimir geben wir noch weg. Ich würde am liebsten Moskau behalten. Rein aus Prinzip. Ja, wobei, das scheint nicht mal ein besonderes Gebiet zu sein. Das Kaiserreich Russland. Ich bräuchte ein bisschen mehr dafür. Ein bisschen mehr. Ja, ich gebe einfach alles weg, was soll's. So, dann kümmere dich mal darum, hier um dieses Land. Und ihr müsst jetzt hier erstmal wieder irgendwo hin, wo ihr Versorgung wieder aufbauen könnt. Ach, die können da gar nicht rüber. Das ist ein bisschen... Wow! Man kommt über diesen riesen Fluss nicht rüber. Also gut, wir warten.
Wir müssen kurz warten. Bis jetzt hier unsere Truppen wieder da sind und jetzt hier, wie ihr seht, könnt ihre Versorgung wieder aufbauen. Sag mal, was ist denn da los? Ey, ohne Witz, das Spiel zeigt mir das ständig falsch an in meinen Augen. Also gut, wir beenden jetzt diesen Krieg hier. Ich habe de facto gerade eben 2 Kriege noch irgendwie bekommen. Aber sehen tue ich irgendwie nur einen. Halbieren. Und jetzt hier abfangen. Abgefangen. Kein Problem. Ja, jetzt können wir das hier nochmal zurückerobern. Das ist mir egal, das ist mir egal. Wir haben mehrere Gefangene. Was, wer bist denn du? Ja, dich lasse ich raus für einen Huni. Dich für einen Zehner. Und dich auch für einen Zehner. So, jetzt belagern wir das zurück. Ey, guck mal, ich hab gerade eben da drauf geklickt. Kaum ist man hier, verhungern sie doch wieder. Ach so, weil ich die Truppen nachregeneriere. Das ist der Grund. Ja, dann macht das Sinn. Das habe ich vorher überhaupt nicht bedacht. Oh, jetzt kann ich hier noch Leute vasalisieren. Ist das? Ja, warum nicht? Das Land brauchen wir auch. Novgorod wäre halt auch noch ganz nice, aber die werden sich nicht vasalisieren lassen. So, jetzt machen wir die voll fertig. Und da haben wir gewonnen. Der soll mir mal hier seine Tochter anbieten. Dass er mich nicht mehr angreift. So, und wo ist das jetzt hier? Ach, da oben. Was, das ist alles schon Westslawien? Warum zur Hölle? Weil der sich zum König von Dänemark gemacht hat. Ja gut, dann ist es halt so. Moment, ich muss meine Truppen jetzt hier erstmal wieder aufteilen, dass sie nicht alle verhungern und so weiter. Teilt euch mal auf und dann sehen wir weiter. Ach, Odojew gehört mir auch noch? Warum gehört mir jetzt Odojew? Was ist das denn? Zwolen. Ich dachte schon, hier steht wieder Polen. Das hätte ja überhaupt gar keinen Sinn gegeben. Okay, okay, okay. Alles gut. Ich wollte Panik bekommen. Grundlos. So, also gut. Ihr macht also jetzt hier erstmal wieder einen fröhlich auf Regenerieren. Du stirbst hier gerade eben immer noch fröhlich deinen Tod, weil du im falschen Land rumstehst. Ja, komm, dann baue ich jetzt hier gerade eben nochmal. Ja, komm, mal wieder Palisaden, was soll's. Ich kann ja auch mal Sachen in meine Ländereien reinbauen, auch wenn ich sie am Ende gar nicht behalten möchte. Enrico gelingt erstmals etwas Bande. Im Alter von 24. Während mein Sohn Enrico und ich uns über Hofangelegenheiten unterhalten, spricht er unvermittelt über die eigene Kindheit. Vater, ihr habt euch um mich gekümmert wie ein Hund um seinen Welpen. Sogar noch besser, meine frühesten und schönsten Erinnerungen waren mit euch. Als ich meine ersten Schritte machte, als ich euch meine ersten ausgefallenen Zähne in die Hand drückte. Ihr habt mich immer so eng an euch gedrückt. Er errötet, strahlt aber übers ganze Gesicht. Ich werde diese liebevolle Fürsorge an meine Kinder weitergeben. Wow. Ein vorbildlicher Vater sind wir. Und ich liebe euch, mein Sohn. Ich liebe euch. Geil. Naja, wir haben den anderen Sohn halt verloren, ne? Das ist, da kann schon
eine solche Bande entstehen oder das Bedürfnis, sage ich jetzt mal, seine Kinder entsprechend zu hüten. So, das hier geht weiter, das ist gut. Und da ist mein Ratsverwalter von uns. Wow, du hast eine 28? Egal, 13 ist hier dafür auch völlig ausreichend. Sag mal, ich kann eigentlich nochmal die Entwicklung in der Gemeinde meines Hauptsitzes hier in Krakau nochmal ein bisschen verbessern. Wie viel haben wir denn da eigentlich schon? 11, da geht noch einiges mehr. So, das Mädel ist jetzt hier bei uns und sie ist herrisch. Tja, ich kann die Persönlichkeit des Mündels beeinflussen. Ich versuche, dass sie treuherzig wird. Und sie wird unterrichtet, aber nicht von mir. Jemand, der halt richtig gut Kriegskunst kann. Oder Verwaltung. Ja, von unserer... Unsere Frau soll das machen. Und zu unserer Kultur und zu unserem Glauben konvertieren. Beziehungsweise... Ja, dann zu ihrer Kultur. Das macht die Sache noch witziger. Ich trete Nuyanza, die Geisel von uns vor und frage, wem vertraut ihr am meisten? Natürlich euch, antwortet sie pflichtbewusst. Ich knie vor ihr nieder und nehme ihre Hand in meine. Ich schwöre, dass ich euch niemals im Stich lassen werde, Kind. Ihr müsst euch auf andere verlassen, um in dieser sterblichen Welt zu überleben. Und die wichtigste Person unter jenen, auf die ihr euch verlassen könnt, werde immer ich sein. Aha, sicher. Das hat nicht geklappt, schade. Das war zu offensichtlich, würde ich mal behaupten. Okay, wir marschieren jetzt in diese Richtung, weil... wobei auf der anderen Seite, ganz im Ernst, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier... Ich will das Land gar nicht. Ich löse alles auf. Das ist mir völlig egal. Der soll den Scheiß behalten. Ganz im Ernst. Damit habe ich ja de facto jetzt eigentlich ihn geschwächt. Also meinen Vasallen. Ach, guck mal hier. Königreich Dänemark? Der ist ziemlich sauer. Ja, aber das lag nicht daran, dass ich aufgegeben habe. Daran lag es nicht. So, jetzt. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt hier noch uns diese Gebiete hier noch sichern, aber alles zu seiner Zeit. Oh, warte mal, ich habe nochmal ein Schwert bekommen. Hier einen Dolch, den werden wir auch nochmal verkaufen. Wo ist mein Bogen hin? Warum ist der Bogen raus? Keine Ahnung, man versteht das manchmal nicht. Und wir haben ein Event. Die Vedunja Katarzyna möchte etwas. Sie rülpst erstmal ordentlich. Als der laute Rülpser durch den Speisesaal hallt, verstummen alle Gespräche je. Meine Vedunja Katarzyna klopft sich auf den Bauch und grinst. Ah, besser reiner raus als rein, sagt mein Vater immer. Verschiedene Höflinge tauschen ungläubige Blicke aus, bevor mein Leibwächter Bosidar mich direkt ansieht. Mein Hochkönig, das war völlig unangebracht. Sicherlich stimmt ihr mir dazu. Ich könnte sie jetzt hier zum Sau machen, weil Frau des Glaubens. Ja, das machen wir. Das bringen wir nochmal 50 Punkte hier. Sie solle sich gefälligst in Zukunft benehmen. Oh Gott. Und wir können es nicht mehr abtrainieren, oder? Oh nein, ich sehe das Problem. Wir haben wieder einen geistigen Zusammenbruch. Wollen wir reizbar noch werden? Nein, das will ich nicht. Trunkenbold ist auch ganz schrecklich. Nee, wir reißen uns zusammen. Ja, wir sind gebrechlich. Wir können es leider nicht mehr abtrainieren. Oh, Mann. Aber was wir machen können, ist es abfeiern. Ja, wir machen ein Festmahl. Ein ganz normales Festmahl hier in Neusandes. Die Gefahr ist absolut nicht gegeben. Ja. Erholung finde ich ganz gut. Prestige ist nicht so wichtig. Aber großer Meinungszuwachs wäre mir wichtig. Wobei Prestige auch nicht schlecht wäre. Ein Ehrengast? Brauchen wir nicht.
Dann machen wir dieses Fest, Freunde. Ein neuer Anfang. Wie geht's uns eigentlich inzwischen? Inzwischen geht's uns schlecht. Ey, das Spiel gibt sich aber auch echt alle Mühe. Oh nein, Frostbeule. Es hat in den letzten Tagen geschneit und die Kälte ist unerträglich. Ich schaue mich um und sehe, dass auch meine Gefolge damit zu kämpfen hat. Daher beschließe ich, mit ihm zu Fuß zu gehen. Nachdem wir eine weitere Stunde durch den Schneesturm gelaufen sind, zieht Bosidar zur Seite, während er bibbernd aufschreit. Bitte, mein Lehnsherr, mein Körper ist schon ganz taub. Er versucht, die Hand zur Faust zu ballen, doch der Schmerz ist zu stark. Die Erfrierung ist angeschwollen und nun von unzähligen Nuancen in Blau und Schwarz geziert. Ich hätte vielleicht ein Fest nicht an Weihnachten machen sollen. Oder in diesem Fall jetzt hier zur Wintersonnenwende oder so in der Art. Lasst uns etwas verbrennen, um uns aufzuwärmen? Hat der Bussi da leichte Erfrierungen? Oder sicherlich weiß Theodora Rat? Ich habe ein Manuskript etwas über die Behandlung gelesen. Wir machen das mit dem Feuer. Dann hat er nur leichte Erfrierungen. Nee, er hat keine leichte. Oh, das ist mit dem Feuer am besten geholfen. Also keine Erfrierungen. Gut, wir sind immerhin angekommen in dieser Scheißkälte und warten jetzt 6 Monate, bis es warm ist und dann wird gefeiert. Immerhin sind wir 6 Monate hier. Oh, warte mal, das hier kann ich jetzt noch machen. Genau, den nächsten Kriegsgrund mir nochmal holen. Ein Geheimer von griechischer Herkunft wurde an den Straßen von Krakau aufgrund eines geringen Vergehens attackiert. Wenn ich in einer Stellungnahme der Partei für ihn ergreife, könnte meine Hofärztin Theodora ebenfalls dieser Kultur zugehörig womöglich deutlich erkennen, von welch guten Charakter ich bin. Doch dabei riskiere ich, meine Gleichgestellten aus meiner Kultur zu brüskieren. Die Griechen sind gute Menschen. So. Das muss reichen für dieses Jahr. Oh Gott, da kommt schon wieder eine Krankheit rein. Oder ist es immer noch das Fleckfieber? Nee, es ist dieses Mal was anderes. Es ist was anderes. Ja, aber ich denke, es ist eine leichte Krankheit. Ich glaube, dieses Mal muss ich mich nicht darum kümmern. Ich gehe lieber wieder auf extra Erfahrung. Und das kann ich sogar noch beeinflussen wegen ihrer Überzeugungen. Ich hatte einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, Theodora im Einklang mit meinen Interessen zu bringen. Vielleicht könnte ich argumentieren, dass es im Interesse sämtlicher Orthodoxen ist, mich anstelle irgendeines anderen slowiakanischen Herrschers zu unterstützen. Das wird nicht klappen. Kann ich sie eigentlich bitten, jetzt hier sich zu bekehren? Sie hat abgelehnt. Oh, verflixt aber auch. So, gleich haben wir nochmal einen Lebenswandelpunkt. Jawohl, der vorletzte. Jetzt sind wir immer schon mal eine Glaubensikone. Die Zeit zum Konvertieren einer Grafschaft benötigt wird nicht mehr erhöht, wenn der Glaube einen höheren Eifer als unser Glaube hat. Nice. Gut, dafür müsste ich jetzt überhaupt erstmal anfangen, hier zu konvertieren. Aber im Grunde können wir das mal machen. Wir konvertieren das hier mal Prag. Wenn ihr mich fragt. Und ich möchte auch, ja, wobei die Kultur, doch, ich möchte auch die Kultur in Prag ändern. Huch, ich hab's nicht bestätigt. Denn Prag gehört schließlich mir. Und da geht's auch los mit dem Fest. Ich habe wieder mal keine Amme. Ja, dann. Ich nehme besser eine durchschnittliche als gar keine. Ich kann Häuptling Jaroslav übertragen. Ja, das machen wir. So, als das Festmahl im vollen Gange ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt Häuptling Makai an Gurandud und mich heran. Also unser Sohnemann. Nee, das ist nicht unser Sohnemann. Ein Vasall und Champion von mir, genau. Die wir an der großen Tafel sitzen. Welch grandioses Festmahl. Ein großes Kompliment an den Gastgeber. Tja, ja, das war ganz alleine die Arbeit der Hochkönigin. Ah, verflixt. Ah, gibt es denn etwas Herzlicheres als ein gutes Festmahl?
Scharen von Gästen überall und vor allem 150 Anspannungsabbau. Das holen wir uns. Oh Gott sei Dank, wir werden nicht mehr übermannt. Das Festmahl neigt sich dem Ende zu und mein bissiger Vasall Odon findet sich mit mir in einem intensiven Gespräch wieder. Er fragt mich nach Militärstrategien, die ihm am Herzen liegen. Ja, das interessiert mich ebenfalls. Oh, wir haben einen Freund gefunden. Das ist ja cool, wir haben einen Freund. Ah, es geht doch nichts über ein Festmahl. Es erinnert mich an alles, was gut ist im Leben. Und die Gesellschaft ist ebenfalls nicht zu verachten. Zumindest denken das offenbar auch die anderen Leute an meiner Seite. Ihr seid etwas ganz Besonderes, Krack, meint Großfürstin Jadwiga zu mir. Häuptling Diana und Häuptling Enrico Heirot nicken zustimmend. Cool. Da zahlt sich jetzt hier unsere eifrige Frohnatur auch ein bisschen aus. So, und damit ist das Fest auch schon beendet. Gut, dann gehen wir mal wieder nach Hause. Jetzt hier mitten im August. Frage ich mich ehrlich gesagt, warum das 6 Monate dauern musste. What the? Sag mal, sind die deppert? Ich muss die Frage so direkt stellen. Wie kommen diese Knilche darauf? Kriegsvolk hier ausheben. Bitte kümmern Sie sich darum. Ich fände es ganz gut, wenn sich darum jemand kümmern könnte. Wo geht der hin danach? Da hoch. Da werde ich ihn kriegen. Oh, die Krankheit ist wieder in der Nähe. Ei, 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 ei. Jetzt muss ich noch diese komischen Söldner, die er ausgehoben hat, hier niedermachen. Ja, die haben auch nicht wirklich viel Glück. Und das war's auch schon. Krieg beenden. Freundchen, auch du wirst mir deinen Sohn geben. Alle auflösen. Ich glaub's ja nicht, was die hier teilweise treiben. Ich glaub's ja nicht. So, wie sieht's jetzt hier aus? Ja, der ist auch schon gebrechlich und dem geht's schlecht. Kann man den eigentlich ermorden? Immer noch nicht so realistisch. Nicht wirklich realistisch. Nee, das lassen wir schön sein. Und da ist der Bub auch schon, ne? Also das ist... Er ist nicht der Erbe. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir aus dem hier machen. Der interessiert sich für Diplomatie. Hat ja echt viel gelernt, der Typ. Okay, jetzt ist er da. Bekehrung verlangen macht er noch nicht. Kind unterrichten. Nee, ich möchte mich da nicht drin haben. Wir haben aber sicherlich jemanden, der Hofchronist könnte ihm was beibringen. So, der Hofchronist konvertiert auf jeden Fall das Kind in der Zwischenzeit auch schon mal ein bisschen. Und da macht jetzt hier Herzog Radoslav II. Seine Aufwartung und er scheint seinen Job ganz gut zu machen. So, haben wir jetzt eigentlich hier dieses Ding mal fertiggestellt? Ja, das ist seit Ewigkeiten fertig. Sehr gut. Also, wir haben jetzt auch dieses Ding hier am Laufen. Und ich werde es hier in den Krieg gerufen. Wie viele Männer hast du? 1700, 1700. Oh. Na gut. Manchmal hasse ich es, Verbündete zu haben. Was? So weit weg? Ernsthaft? Oh Mann. Na gut, dann kümmern wir uns halt darum. Oh, warte mal, ich wollte gerade noch mal was gucken. Kann ich Pilgerreise mal... Ja, ich kann schon wieder eine Pilgerreise machen. Also, wir machen eine Pilgerreise. Wieder eine fromme. Dieses Mal geht es nach Kiew. Der Weg scheint nicht allzu gefährlich. Und wir machen das Ding jetzt hier größer. Einfach größer. Blinder Eifer.
Da müssen wir hin, ein neuer Anfang. Unsere zweite Pilgerreise. Und wir treffen auf einen unbekannten Pilger beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.